Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 in der neuen Woche. Ja. Ja. Heute geht's wieder weiter. Es tut mir leid, dass es am Wochenende dann doch ein bisschen knapp geworden ist. Es hat Sonntag nicht mehr gereicht und Montag, also heute, ist es auch ein bisschen knapp geworden, weil ich doch recht viel zu tun hatte. Ich hatte ja jetzt oder angedeutet, ich weiß nicht, wie ihr es nehmt, ja, dass ich in Hamburg wohne, dass es hier doch recht viel Stress gab wegen G20. Ich hatte persönlich auch noch was zu erledigen. Dazu sage ich jetzt aber nicht so viel. Wichtig ist, ich bin wieder da und heute kann es weitergehen mit diesem Sphere, ja. Ich bin heute auch wieder echt gut drauf. Ich war gestern einfach wirklich nur noch fertig am Sonntag. Ihr habt mich, glaube ich, kurz im Livestream gesehen. Ich war relativ still, ich war komplett fertig. Aber heute geht's endlich wieder, hoffentlich oder so, ja. Und die kommt jetzt heute ein bisschen spät, die Folge. Ich gehe mal davon aus, gegen 9 Uhr abends kommt die Folge jetzt noch. Aber sie kommt. Ich bearbeite die Thumbnails gerade noch, also die sind in Arbeit. Das heißt, wenn ihr morgen, also am Dienstag, dieses Video anschaut oder die vom Wochenende, werden da garantiert die Thumbnails neu sein, weil ich hatte wirklich noch keine Zeit. Und ich habe jetzt auch noch spätabends, also diese Folge aufgenommen. Aber egal, fangen wir auch einfach mal an. Was hatten wir letzte Woche? Ja, letzte Woche haben wir ganz romantisch mit einem Treffen von Vanessa und einem zukünftigen Interessenten, kann man das so sagen? Und wir starten einfach mal die Uhr, wir nehmen die Zeit raus und gucken, was da so passiert. Ich weiß es nämlich nicht. Ja, hallo, hallo, hallo. Guten Tag, guten Tag. Es laggt gerade ein bisschen, ich weiß gar nicht warum. Wow, bravo. Ich klatsche gerade, es tut mir leid, ich glaube, das passt nicht, ich glaube, ich höre es nicht. Sie übt Singen noch. Wow. Morgendlicher Gesang beim Frühstückstisch. Wow. Was war das für Musik? Die klang cool. Sie guckt zu beim Koch-Channel. Oh. Oh. Sie kocht, sie denkt an Gemüse. Wow. Das Kochduell. Lasst es beginnen. Und da sehen wir die beiden. Ja. Es ist Sonntagmorgen, Mittag, Nachmittag, das ist in Ordnung. Und die liebe Vanessa ist verschollen. Sie ist verschollen, ja. Sie setzt sich ja einfach auf die Bank, hier ist es zu laut drin. Ja, hey, du kannst da sitzen bleiben, bleib sitzen, bleib sitzen, ach komm, bleib sitzen, ja. Nein, 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 nein. Ich kann es nicht, egal. Dann. Wir können hier ein Poster nehmen. Nein, wirklich. Das ist ja cool. Und es gibt hier Essen. Ach ja! Es ist der Flohmarkt! Nach der Keulung. Ja, Sliefla Flohmarkt, ne? Ich habe den Titel für die Folge gefunden heute. Ja, die Milena muss noch zur Arbeit. Dann würde ich vorschlagen, wir können mit der lieben Vanessa und dieser gruseligen Statue. Zwei Statuen! Oh! Mitten auf dem Flohmarkt. Mitten auf dem Flohmarkt. Wow! Das wird ja heute ganz und gar nicht langweilig. Ich dachte, ich müsste mir schon was Interessantes überlegen. Aber hey, es gibt ja doch was. Ja, und da macht eine Statue, Hausaufgaben. Okay, und da ist noch eine ganz liebe Frau. Ja. Super. Naja, auf jeden Fall würde ich vorschlagen, oh, wow, sie ist richtig sportlich. Und, oh Gott, was ist mit Milena? Oh Gott, sie muss auf Toilette. Ja, dann geh doch auf Toilette, Mädchen. Mädchen, na los, auf Toilette verwenden. Ja, geh auf Toilette, auf Toilette, auf Toilette, auf Toilette. Super, es geht doch. Ich fieber heute so mit den ganzen Sims. Naja, ich nehme hier gerade noch ein wenig auf. Ja.
Ja, ich beobachte euch mit einer Kamera, na? Und sie, wow. Wow. Ja, aha. Sie ist richtig begeistert, ich sehe es schon. Naja, ich würde vorschlagen, wow. Wow. Wow, mit Flugzeugen und Möwen und mit joggenden Omas und sie spielt Basketball. Wow, und sind das die ersten Muskeln? Seht ihr da die ersten Muskeln? Ich glaube, dass... Oh, wir sollten nicht so nah rangehen. Entschuldige, Vanessa. Oh Gott, sie stinkt. Sorry. Okay, das ist nicht so geil. Naja, geh mal in die Wanne. Ja, komm. Oh, er erkennt das. Ach, okay, er erkennt das. Er erkennt es. Geh mal auf die Wanne. Ja, da hatten wir unseren knackigen Tag auf dem Flohmarkt. Wir gehen auf jeden Fall gleich wieder zurück, aber wir duschen zuerst mit ihr oder gehen mit ihr in die Wanne. Und dafür spulen wir einfach mal ein wenig vor, weil das ist ja, glaube ich, nicht so interessant, wie sie hier in der Wanne liegt. Wir warten einfach mal einen Moment, wenn sie dann da aus der Wanne rauskommt. Ah. Okay. Ach ja, wir haben ja letztes Mal mit der lieben Milena versucht, die Beziehung zu kitten, zu Aaron. Aber ich glaube, es wird nichts mehr. Nicht gares Gericht. Ein unzufriedener Gast hat ein noch nicht ganz gares und ungenießbares Gericht reklamiert. Das ist nicht so geil. Milena hat zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Gericht in die Mikrowelle stellen. Das ist aber eine sehr gute Idee. Das mache ich ja auch immer. Oder es nochmal ganz neu zuzubereiten. Ich denke, es reicht, wenn wir es aufwärmen. Das muss der Gast ja nicht wissen. Perfekt. Eine Mikrowelle kann einem viel Zeit sparen. Ja, wir müssen uns ja nicht überarbeiten, wisst ihr? Ihr wisst, was ich meine. Ja, und die liebe Vanessa kann jetzt hier auch mal rausgehen. Wenn wir Zeit haben, werden wir auf jeden Fall mit ihr tanzen gehen. Ich glaube, sie hat schon die Tanzfähigkeit angefangen, oder? Nein, sie hat nur gesungen. Und Comedy. Und jetzt ist auch sie auf die Arbeit. Ja, dann läuft die Zeit jetzt nochmal schnell voran, weil beide ja nicht da sind und wir nicht rangehen können. Doch, wir können rangehen. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Beförderung. Du hast sie dir verdient. Ja, das weiß ich, Arun. Ja, ja. Danke, danke, sagt die liebe Milena. Ne? Und sie hat Backen und Kochen. Wir werden uns auf jeden Fall mit Backen beschäftigen, weil ich sie unbedingt als die Bäckerin sehen möchte. Vielleicht hat sie ja später so eine schöne Bäckerei, die wir bauen. Oder ein Restaurant oder irgendwas ähnliches in der Richtung. Ich würde mich auf jeden Fall richtig freuen, weil so ein eigenes Restaurant oder ein Bäcker... Ja, das Festival endet schon in einer Stunde. Das ist schade. Das heißt, wir werden mit der lieben Milena da heute gar nicht mehr raufgehen können. Dann lasse ich die Zeit einfach mal weiter schnell vorlaufen und wir warten einfach einen Moment und das Vergammeln des Essen, das sollten wir mal mit ihr wegräumen. Ich werde jetzt mal kurz einen Schluck trinken. Ah, ja. Sehr viel besser. Und wir warten immer noch. Irgendwie geht das heute nicht mit diesem ganz schnell. Vielleicht müssen wir es einmal anhalten und jetzt nochmal. Ja, jetzt läuft es. Eben lief es nicht, aber jetzt läuft es. Das ist sehr positiv. Und wir haben den Tag auch fast geschafft. Und wir machen langsam Plus, ne? 14.918. Müssen wir die Rechnung bezahlen? Nein, müssen wir nicht. Und beide sind pünktlich zu Hause und wir haben die 15.000er-Grenze erreicht. Ich würde vorschlagen, wenn wir die 20.000 erreicht haben, dann können wir unsere Wohnung ja mal einrichten. So richtig geil und schön. Benutzt man diese Worte überhaupt? Sowas wie geil. Ich glaube, das ist nicht der richtige Verwendungszweck. Egal, ich nutze es hier für uns. Das passt schon irgendwie. Naja, also, sie ist total fertig, dann lassen wir sie mal in die Wanne. Ja, eben war die liebe Vanessa, jetzt ist sie dran. Hey, jetzt aber. Beim zweiten Mal funktioniert. Und die liebe Vanessa, die hat einfach nur Hunger. Aber ich würde vorschlagen, lassen sie erstmal aufräumen, weil das einfach eklig ist. Und ich kann dieses Ding immer noch nicht ins Inventar ziehen. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu blöd dafür. Ich sag ja, ich bin für Tipps gerne da. Sonst werde ich es nochmal verkaufen und nochmal neu platzieren. Vielleicht hilft das ja, wisst ihr? Kann ich es vielleicht mit ihr... Nein, kann ich nicht. Schade,
das wäre schön gewesen. Naja. Ich hätte vielleicht die Idee, dass wir die Geige ins Inventar nehmen und dass wir dann hier mit der Gitarre improvisieren. Und wenn sie aufhört, dass sie es dann mit ins Inventar nimmt. Wir probieren es einfach mal. Sie spielt mit dem Koffer. Bam, bam. Ja, jetzt beschwert er sich direkt wegen so einem... Das ist doch kein Lärm. Was ist los mit dem? Ja. Also jetzt reicht's aber. Jetzt geht's da aber rüber. Beschwerde. Jetzt hören wir uns die Beschwerde an. Und wenn es da irgendwelchen... Also es reicht doch wohl, sag mal. Was hat der eigentlich für ein Problem mit uns? Weißt du? Wisst ihr? Weißt du? Irgendwie sowas? Ja, jetzt beschwert er sich, ne? Hallo, ich wohne auch hier. Es tut mir ja leid, wenn dein Leben... Ja. Ganz genau. Das solltest du mal überlegen. Ne? Weil das ist mir relativ egal. Und da haut sich unsere Vanessa schon hin. Ich glaube, sie ist fertig für heute. Ja, nicht so schön. Naja, aber wir sind ja auch schon wieder fertig für heute oder so, ne? Die Milena in der Badewanne, die Vanessa im Bett. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Morgen gibt's wieder pünktlich um 13 Uhr die Folge mit neuem Thumbnail. Und da wird dann irgendwas passieren. Irgendwas Spektakuläres. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird passieren. Haben wir heute wieder gesehen. Und dann sage ich ciao und bis morgen zur nächsten Folge von Die Sims 4. Ciao.